Hallöchen, liebe Disney Dreamlet Valley Popöchen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt News von Disney. Seit gestern gab es einen kleinen April-Scherz. Das schauen wir uns in diesem Video genauer an. Sorry, dass ich mich erst so spät melde. Leider Gottes war ich krank. Ich bin noch immer nicht 100% fit. Und einige von euch wissen ja, momentan ein bisschen auch gestresst wegen Wasserschaden und Co. Also bei mir kommt jetzt im Nachmittag wieder Baufirma und es wird wieder rund gehen, nennen wir es mal so. Deshalb sorry, dass ich in letzter Zeit etwas ruhiger bin. Aber wir gucken jetzt einfach mal hinein, was Disney Schönes gepostet hat und was wohl demnächst auf uns zukommen wird. In diesem Sinne starten wir rein und ich freue mich wie immer sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben und schreiben Sie gerne was Nettes in die Kommentare und ich hätte gesagt, let's go. Alrighty, und zwar haben wir diesen zauberhaften Post hier auf Twitter, wo steht: April-Scherz, wir haben gerade erfahren, dass unser vorheriger Beitrag nicht korrekt war. Wir sind uns nicht ganz sicher, um welche neue Gebäude es sich handelt, aber bleiben Sie gespannt auf weitere Neuigkeiten. Wir sehen hier einen wunderschönen neuen Laden, den wir wohl bekommen werden. Und ich schaue mal, ob ich hier noch ein bisschen mehr reinzoomen kann. Ein Sekündchen, machen wir das anders. Speichern wir hier mal das Bild ab. So. Dann können wir nämlich hier auch ein bisschen reinzoomen in das Ganze. So. Wir sehen nämlich hier auf dem Fähnchen vom Laden eine Shoppingtasche mit einem Oberteil und einem Pinsel. Und wir haben solch ähnliche Symbole bereits im Game. Und zwar haben wir nämlich hier ein ähnliches Symbol, und zwar ist es bei den Dream Snaps. Dort haben wir nämlich auch diesen Pinsel. Also das Symbol kennen wir bereits. Und in dem Fall ist es aber jetzt hier ein Einkaufsdascherl mit dem Shirt. Deshalb glaube ich, dass es sich hier wohl möglich um die Touch of Magic Geschichten handeln wird. Die Schaufenster schauen auch sehr ähnlich aus wie bei Dagobert. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass dann hier Kleidungs-Items platziert werden können. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie der Shop innen aufgebaut wird, wer diesen Shop führen wird. Ich habe jetzt schon gelesen im Internet, es wird gemunkelt, es könnte wohl Daisy sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob dann künftig alle Bekleidungs-Items von Dagobert wegkommen und in diesem Shop landen werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht hier noch irgendwie ein Logo dazukommt, so wie wir es hier auch bei Dagobert haben. Und ob es dann generell alle Bekleidung hier zu kaufen und ob künftig dann auch einfach das Sortiment hier wirklich erweitert wird, weil wir haben jetzt noch nicht, also man kann noch nicht alle Kleider, alle Gegenstände, die es quasi in-game gibt, auch wirklich verändern. Ich zum Beispiel bin ja ein großer Fan von... Wo haben wir es denn? Von diesem Kleid hier. Das würde mir auch sehr gefallen, wenn wir das zum Beispiel verändern können würden. Da einfach noch mehr Muster dazu, Farbe ändern und. Würde mir persönlich sehr gut gefallen, wenn wir das machen könnten. Und dann stellt sich halt auch noch die Frage, inwieweit ist das dann für den Multiplayer zum Interagieren? Muss man die Person im Valley besuchen, um dann in den Shop reinzukommen? Wir kennen das ja unter anderem auch von Animal Crossing mit den Trauminseln. Da gibt es ja dann immer das Terminal am Rathausplatz, wo man dann auf die Designs zugreifen konnte. Oder kann man hier wirklich einfach sagen, keine Ahnung, das Sortiment ändert sich täglich und dann steht immer dabei, okay, dieses Kleid ist von Person bla 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 designt worden, das kann man sich jetzt kaufen für 500 Sterntaler. Das wäre zum Beispiel auch eine sehr, sehr coole Sache. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das aufbauen werden.
Schön wäre auch, wenn generell dieses ganze Touch of Magic nochmal ein bisschen überarbeitet werden würde. Ich glaube, da ist schon noch viel Luft nach oben, das Ganze auch ein bisschen zu vereinfachen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich glaube, das hindert aber auch sehr viele daran. Ich habe mittlerweile alle meine Touch of Magic, vor allem Möbel, wieder entfernt, weil es einfach sehr, sehr mühsam ist bei den Dream Snaps, wo du dir denkst, ich habe da was stehen, das ist in ganz anderen Biomen, man sieht es gar nicht auf dem Foto und trotzdem musste ich das dann rausnehmen. Also ich hatte schon ein Foto gemacht in den eisigen Höhen und hatte etwas bei mir am Plaza stehen und deshalb konnte ich den Dream Snap dann nicht einreichen, weil das irgendwie mitgerechnet worden ist, was eigentlich nicht wirklich einen Sinn ergibt. Aber ja, das sind einmal so News, die wir bekommen haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den neuen Shop. Schreibt mir gerne eure Vermutungen in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ganz kurze Info noch, dadurch, dass ich leider krank gewesen bin, wird es diese Woche keine Dream Snaps YouTube-Bewertungen geben. Dafür dann aber ab nächster Woche sehr, sehr gerne wieder. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, aber es ist mir jetzt einfach nicht gut gegangen. Wie gesagt, heute, ich bin leider sehr eingedeckt. Wie gesagt, jetzt kommt gleich die Baufirma zu mir, aber ich wollte euch jetzt unbedingt noch schnell dieses Video einsprechen und euch darüber informieren, weil ich das gerade noch eben gesehen habe, während ich mein Mittagessen gegessen habe. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, ich muss jetzt gleich für die YouTube-Community ein Video machen. Anyways, bald wird es wieder auch intensiver werden mit Streams und so weiter. Hab noch ein bisschen Geduld, wie gesagt, es ist bei mir momentan ein bisschen turbulent, sowie beruflich als auch gesundheitlich, leider Gottes. Aber ja, es wird auf jeden Fall werden und es wird dann auch wieder mehr Streams geben. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Und schreiben Sie mir gerne Ihre Vermutungen in die Kommentare.